Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Und zwar Ark Survival Evolved, dem Pugnacia Mod oder Pugnacia Mod, ein bisschen besser ausgesprochen auf Englisch. Und dazu der Map Skies of Nazca, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ich habe mich da ein bisschen umentschieden. Ursprünglich wollte ich da auf der Crystal Isle spielen, aber ich fand hier ein bisschen interessanter. Ja, Bekanntschaft habt ihr ja schon mit dem Monster hier gemacht. Ich finde es wunderschön, bis auf die Rückenmuskulatur. Die ist ein bisschen seltsam, aber vorne können wir immer die Bierdose abstellen. Das ist voll praktisch. Ja, und ich denke, mit diesem Gollum-Monstrum werden wir dann loslegen. Wir nennen das Vieh, natürlich Drepid. Ist ja klar, ne? Ich sollte vielleicht noch einen Spawnort auswählen, genau. Was haben wir denn hier alles? Hatchet Isle klingt ganz cool. Und mit dem fangen wir auch an. So, zudem habe ich auf dem Server hier EP, Sammelrate und Dinozähne mal wieder ein bisschen erhöht. Aber das ist klar, es soll eine Mod-Serie sein, wo ich Maps und Mods vermische und anteste, ein bisschen anspiele und gucke, wie mir das Ganze Spaß macht. Wir werden ein bisschen was auf die Beine stellen. Ist das normal, dass der Stein da rumfliegt? Also, der sich bewegt hat. Sehr verstörend, okay. Ja, gut. Der Wasserfall sieht ein bisschen seltsam aus da vorne, aber ansonsten ist es eine schön gefüllte Map, finde ich. Das Schneegebirge sieht cool aus. Da hinten scheint noch eine fliegende Insel zu sein. Hier gibt es relativ viele fliegende Inseln. Ja, gut. Wir werden uns erstmal die grundlegenden Sachen hier besorgen. Das Lustige ist, bei dem Mod, man startet automatisch mit permanenten Grundwerkzeugen. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Den Rest schmeißen wir gleich mal ab. Damit will ich nichts zu tun haben. Ja, das erste Level up. Ausdauer definitiv. So, ich habe noch ein paar andere Mods drauf. Wie immer den Meat Spoiler, dann die Upgrade Bench, ich weiß schon nicht mehr, wie es heißt. Jedenfalls habe ich dann noch dieses Magic Seed. Was ist das nochmal? Ah ja, die Resource Crops. Das heißt, da können wir verschiedene Ressourcen craften. Mhm. Dinger, die Dinos schwerer machen. Sehr interessant. Ja, gut. Wir schauen uns jetzt einfach mal ein bisschen um. Ein paar EP ranschaffen. Wie gesagt, die Raten sind etwas erhöht. Ich glaube, die EP habe ich auf 5-fach gestellt, damit es ein bisschen vorwärts gehen kann. Sammelraten sind jetzt nicht so krass hoch, die sind auch auf 4-fach oder so. Oder 5-fach. Damit wir uns halt die Map mal anschauen können und nicht diesen ewig langen Start hinlegen müssen. Ja, wäre nur interessant, ob wir noch unseren ersten Dino irgendwann sehen. Erstmal noch einen Punkt in Ausdauer, Movement Speed. So, und dann direkt die ganze... Ah, den wollte ich eigentlich nicht lernen, aber hey, was soll's. So, gut, dann können wir schon mal eine Foundation machen, das ist doch was. So, aber ein Dino wäre schon mal cool. Ich hab noch keinen Speer gelernt. Verdammt. Ja, hier sehe ich jetzt mal keinen. Also rennen wir einfach mal mitten in den Dschungel rein. Sammeln dabei den ganzen Shit, den wir finden. Nur irgendwie ist es hier ein bisschen... Oh, da vorne ist schon ein Skorpion und ein T-Rex. Ein Kano. Okay. Bester Punkt zum Spawnen würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Irgendwie habe ich hier keinen... Ah doch. Ich dachte schon, ich hätte keinen Sammelsound. Hat mich ein bisschen verwirrt. Ja, der Sound ist da. Oh, geil, direkt ein Level abkassiert. So. Was haben wir denn noch? Den Speer wollte ich machen, damit wir uns wehren können. Genau. Was ist der Unterschied von der Steinschleuder zu der Pugnacia Steinschleuder? Ist die besser? Keine Ahnung, wir lernen einfach mal die. Wir müssen wahrscheinlich die normale Steinschleuder trotzdem noch lernen. So, du kommst bitte hier hin. Ja, was wir craften können, wird direkt reingehauen. Das Lagerfeuer wird noch interessant und halt eben... Was habe ich jetzt rausgezogen? Das Lagerfeuer, ne? Ja. Ja, wir brauchen ein Leder dafür, verdammt. Und hierfür brauchen wir Feuerstein. Das dürfte kein Problem sein. Müssen wir nur dieses eklig texturierte Steinchen finden.
Und vielleicht ein paar zu viele Steine herstellen, Speere herstellen. Egal. Okay, da unten hatte ich jetzt echt Angst, da wollen wir nicht unbedingt hin. Wir werden uns einfach mal nach vorne nochmal umgucken. Geht jetzt nur darum, mal die Basics kennenzulernen, wie man sich hier zurechtfindet, wo man hingehen sollte. Das da vorne sieht wie Redwood aus. Ist nur ein bisschen klein. Das sieht wie Wüste aus. Ist das Redwood, Schnee und Wüste in einem? Was ist hier? Ich habe Angst. Ich will da nicht runterspringen. Sieht auf jeden Fall schön gemacht aus und soll eine der größtmöglichen Karten sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Dafür sind auch die Flyer normalisiert mit dem Park Nature Mod. Also da ist alles auf Classic, das heißt man kann Fluggeschwindigkeit skillen und muss sich nicht damit zufrieden geben, dass die Dinos mega arschlangsam sind. Ja, zudem ist die Difficulty hochgeschraubt, das heißt höhere Dino-Level. Aber vielleicht muss ich die Dino-Dichte noch ein bisschen erhöhen, weil irgendwie sehen wir hier gar nichts. Mir kommt es gerade auch ein bisschen leise vor. Wir machen es mal ein kleines Stück lauter. Ich hätte vielleicht auf Anwenden drücken müssen. Zack, zack. So. Fortsetzen, ja. Okay. Es ist bisher eine wirklich ziemlich leere Map. Von den Dinos her. Also, das sieht ein bisschen mager aus, um ehrlich zu sein. Irgendwie finden wir nämlich überhaupt nichts. Okay. Der Rex war da. Irgendwie ist... Warum ist hier gar nichts? Das verstört mich gerade. Sind wir in einem Teil gespawnt, wo noch keine Punkte eingerichtet sind oder was? Oh, da vorne ist schon der nächste T-Rex. Ja, sag mal. Will mich das Spiel irgendwie trollen? Alles voller T-Rex und Kanos und Skorpione. Was soll ich denn da machen? Ich hätte gern... Ein Dodo wäre praktisch. Ein kleiner Dodo zum Umnatzen. Ja. Okay. Das war dann wohl ein Steinelementar. Wo spawnen wir denn dann jetzt? Wow, die Spawnpunkte sind ja ziemlich nah beieinander. Okay. Spawnen wir einfach nochmal hier. Mal gucken. Hat uns jetzt ja echt nicht viel gebracht. Oh, da vorne, das sieht cool aus, da links oben. Okay. Ui, was ist denn das? Haben wir hier jetzt ein paar Dinos mehr? Sie haben seltsame Farben, aber ja, wir haben ein paar Dinos mehr. Bist du aggressiv? Keine Ahnung. Ach stimmt, wir haben ja die grundlegenden Werkzeuge, Gott sei Dank. Das erleichtert das Ganze immer ein bisschen. So, mehr Farben. Okay, du bist aggro. Aua. Perfekter Start in den Tag. Ja, da will ich trotzdem wieder spawnen. Im Vergleich zu einem T-Rex und einem Felselementar war das ja wohl gar nichts. Was ist das da hinten? Ist das ein Lava-Wasserfall-Dingsy? Ja. Das sieht doch schon mal gut aus. Ein Triceratops und Parasaurus und ein kleines Vogelvieh, das ich nicht kenne. Oh mein Gott, so viele fliegende Inseln. Wie geil. Kann man bis da oben hin? Und die bewegt sich sogar. Boah, das ist ja mal geil. Haben will. So, ich brauche Feuerstein und Fasern für einen Speer. Grundlegend sollten wir uns auf jeden Fall mal wehren können. So. Und dann gucke ich mal, ich glaube nämlich, dass wir hier Passive tamen können, ja. Dann könnten wir uns gleich mal einen Trike ranholen. Dann brauchen wir nämlich nur ein paar... Moment, ein Lagerfeuer will ich vielleicht vorher noch. Dann brauchen wir nur ein paar Bären und müssen sie in seinen Popo stecken, bis er gesagt hat, hey cool, ich will dein Freund sein. Genauso funktioniert das ja. Oh, wir können auch eine Slingshot bauen, wenn ich so ein Vögelchen gekillt bekomme. Hey, mach mal den Speer weg jetzt. So. Haben wir genug? Okay, dann töten wir jetzt so ein Vögelchen und dann kassieren wir ein bisschen Leder. Komm schon. Okay. Immerhin wehrt er sich nicht und er kann nicht fliegen. Friss den Speer vom lila Ungetüm. Au. Gut, wir haben ihn. Gib mir dein Leder.
Oh, sogar organisches Polymer. Geil. Gut, dann haben wir jetzt einen von diesen Pugnacia-Schleudern. Keine Ahnung, ob die besser sind oder so. Haben die einen Haltbarkeitsbalken? Ja, Gut, ich weiß nicht, warum die jetzt ein bisschen besser sein soll. Boah, ich finde das cool, wie die Steine da rumfliegen. Das ist mega geil und wie die Insel sich bewegt. Sogar die bewegt sich. Oh, ich will da hochfliegen. Mega cool. Einfach nur mega, mega cool. Ja. Ich brauche unbedingt einen coolen Flieger. Boah, wenn echt noch die normale Fluggeschwindigkeit drin wäre, wäre es ja für den Arsch. So. Die Level machen wir gleich mal. Worauf gehen wir die dann? Ich will auf 110 Movement Speed auf jeden Fall. So. Mörser und Stößel ist klar. Narkosemittel, Meat Spoiler, Fernrohr ist mega wichtig. Bolas ultra wichtig. Oh, die Pugnacia Smithy. Und den Bogen. Dafür müssen wir noch die Steinschleuder lernen. Und dann haben wir nicht genug Punkte. Na toll. So, wie viele Bären haben wir denn? 13. Das ist nicht viel. Wir gucken einfach mal, welches Level er hat. Wenn der jetzt ein paar hundert hat, wird das natürlich gar nichts bringen. Dafür habe ich die Raten nicht hoch genug gestellt, aber ich will es halt auch nicht übertreiben. Mann, er hat fast so eine seltsame Farbe wie ich. Du musst mindestens Level 20 sein, um ihn zu füttern. Ja, das ist ja cool. Also können wir das mit dem Passive Tame noch ein bisschen abschreiben. Wow, warum bist du fast tot? Kann ich mir den Kill klauen oder wirst du von was verfolgt? Ist das deine Farbe? Du mich auch, Arschloch. Du mich auch. Gibt's das ein Zombie-Dino? Woher soll ich wissen, dass das ein Zombie-Dino ist? Ich dachte, das wäre ein blutiger, fast verreckter. Was willst denn du? Irgendwie finde ich diese Insel ziemlich gefährlich. Oder ist es der Mod? Oder beides? Oder ich bin scheiße. Das sind voll die Camper. Ich bin gerade erst gespawnt und die killen mich. Okay, ich glaube, wir machen den Standard-Shit und versuchen einfach mal. Ist das eine Spinne und ein Raptor? Ja, das ist eine Spinne und ein Raptor. Cool. Was macht die fucking Spinne hier? Ich flipp gleich aus. Okay. Wie gesagt, wir haben ja Gott sei Dank das Standardwerkzeug. Also sollten wir es mal hinkriegen, wenigstens etwas zu bauen. Was brauchen wir? Holz und Fasern, Stroh, all den ganzen Shit, den man immer am Anfang braucht. Ja, Regen. Danke, ich liebe Regen. Leder haben wir jetzt natürlich keins mehr. Egal, dafür leveln wir relativ schnell. Das heißt, wir kriegen die Sache schon noch in den Griff. So ist es nicht. Und jetzt werde ich mich erstmal hier darum kümmern, ein kleines Häuschen zu bauen. Auch wenn es aus Thatch ist, scheißegal. Wir werden uns jetzt ein kleines Häuschen bauen. Wenn wir schon genug Level gemacht haben, um es zu lernen. Ich hätte vielleicht noch einen Level-Mod reinknallen sollen, aber so ist es ein bisschen interessanter. Gut, ich könnte jetzt auch immer noch nicht einen Bogen lernen. Okay. Gut. Ein Türrahmen, ein Dach und keine Wand, weil... Nope. Das deprimiert mich. Naja. Wie, ich habe schon wieder ein Level ab. Gut, die 110% haben wir dann. So, Wand, Tür. Tür. Kiste. Gut. Den ganzen Scheiß lernen wir. Ich glaube schon, dass mit dem Dino-Level auch unser Level etwas erhöht ist, weil sonst wäre es ein bisschen seltsam. Normalerweise sind immer alle Level erhöht. Und wir leveln ja echt schnell, also von daher. Gut, dann noch ein bisschen Holz. Bap, bap, bap. Und noch ein bisschen Stroh. Ihr meint jetzt vielleicht, dass die Raten richtig krass hoch sind. Das sieht aber nur so aus, weil wir mit diesen speziellen Werkzeugen, mit dem Geselle und mit dem Meisterhaft draufklatschen. Deswegen wirkt das so. Aber wie gesagt, nur ein paarfach erhöht, nicht allzu viel. Oh, wir könnten auch versuchen, direkt auf Holz zu gehen. Da haben wir aber nicht genug Punkte. Ich hole lieber den Bogen mit. Egal. Wir können ja immer noch umbauen, so ist es nicht. So. Das kommt dahin, du kommst hierhin. Können wir Speere bauen? Ja. Machen wir mal zwei Stück. So, die Wand. Die Wand, die Tür können wir direkt bauen. Dann brauchen wir nicht alles reinziehen. Foundation. Gut. Oh, einen Bogen können wir auch schon bauen.
Wie, ich bin überladen. Oh, ich habe nichts auf Gewicht geskillt, ich Depp. Egal, wir schmeißen mal ein paar von den blöden Bären ab. So. Okay, okay. Ich glaube, hier bauen wir unser erstes kleines Häuschen mal, um auch nur mal sicher zu gehen. Ich glaube, 4 Stück haben wir. Wenn ich wüsste, was man alles für Tetch-Dinger brauche. Naja. Stroh auf jeden Fall. Braucht man auch Fasern? Ich glaube, man braucht auch Fasern, oder? Ich könnte einfach mal gucken. Nein, du sollst nicht noch mehr herstellen. Mann. Eigentlich wollte ich mir angucken, was ich brauche. Fasern, na toll. Wie, ich kann mich jetzt gar nicht mehr bewegen. Wie überladen bin ich denn? Gewicht. Weg mit den Steinen. Holz haben wir massenweise. Gut. Noch ein Skillpunkt auf Gewicht. Perfekt. Können wir uns jetzt bewegen? Ja. Stroh, Stroh. Och, wir sind zu fett. Ich denke, die platzieren wir gleich mal. So, und zwar so weit wie es geht hier Richtung Wasser. Unser allererstes kleines Häuschen. Hey, hierhin. So, was haben wir denn da gebaut? Ach, das haben wir noch nicht gebaut, okay. Wir können auch gleich die Tür setzen, das ist perfekt. Die kommt natürlich hier vorne hin. Zack, unsere Tür steht. Oh, es ist wunderschön. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Thatch. Das erste, was wir machen, ist die Wände und dann die Decken. Ich würde es gerne direkt ein bisschen höher bauen. Ich habe es gerade gar nicht drauf geachtet, wie viele Wände brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, ein paar. Machen wir einfach mal 8 Stück noch. Ich denke, wir sammeln eh genug Zeug. So, und 5 davon, was brauchst du noch? Nein, du sollst nicht unendlich viele bauen. Ah. Was? Ah, ich dachte schon, man kann diesen echt coolen Baum nicht abbauen. Gib mir noch ein wenig Stroh. Moment, warum kann ich die Wand jetzt nicht bauen? Du sollst keine 22 bauen. Och. So, du machst noch 2 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum 6? Egal. Egal, ist mir jetzt zu viel. Oh, wir sind so überladen dadurch. Na komm, bau eine Wand. Ah, oh, wir haben den Bogen, stimmt ja. Hm. Geht alles so schnell. Ich bin überfordert. Habe ich jetzt meine Speere rausgelegt? Natürlich. Gewichtsskillen, yay. Hör auf, mich schwerer zu machen, Spiel. Wieso sind warum sind die Touchdecken schwerer? Oh Mann, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ich fasse es nicht. Ich habe nämlich schon einen gewichtsreduzierenden Stack-Mod drauf. So. Das ist okay, da darf gerne eine Wand hin. So. Und hier, perfekt. Ich will mehr Wände. Reicht nicht. Können wir schon eine Kiste bauen? Ich glaube, wir haben die Kiste schon gelernt. Clear, bau eine Kiste und dann bau alle Wände. Und noch mehr Traglast. So. Wenn das baut, gucken wir mal gerade, was wir so Schönes basteln können. Zündpulver ist eine coole Sache, aber auf jeden Fall ein Bett zum Respawn. So, ansonsten, was haben wir denn an... Oh, hier ist ein bisschen von dem neuen Zeug. Das Quellentonic. 50 Narkose, 50 Stimulanz, 100 Zündpulver. Das ist das, was die Dinos zum Fressen bringt. Das reduziert ihren Hunger, macht Torpor und dann fressen sie. Also dann kannst du sie schneller zähmen. Das hier weckt einen auf, wenn man selbst betorpert wurde. Das ist für Babys und das ist für Pflanzenbabys, für Fleischbabys. Das ist zum Heilen. Sehr geil, was braucht das? Boah, gegrilltes Filet, seltene Blumen und Stimulanz. Okay. Okay. Oh, wir können direkt auf den Schrank. Das ist geil. Triceratops-Sattel ist auch sehr geil. Zement werden wir immer brauchen. Immer. Stimulanz. Stimberries und Zündpulver. Okay, das merke ich mir. Also keine Stimberries wegschmeißen.
Zündpulver. So, was haben wir denn hier? Ist hier irgendwas Interessantes dabei? Mit dem ganzen Kram werde ich mich jetzt nicht beschäftigen. Das ist mir zu viel Neues. Das kommt später. Und die Upgrade Station, die lassen wir auch erstmal außen vor. Ich will sie nur drin haben für den Fall der Fälle, dass es interessant wird. So, wir haben noch 19 Punkte. Was will ich denn damit noch basteln? Ich denke, es wäre schon interessant, wenn wir uns ein bisschen was von der Lederrüstung herstellen könnten. So. Okay. Dann setzen wir noch die Wände, damit wir unser klitzekleines Haus mal fertig kriegen. Das von jedem Vieh hier in der Nähe gekillt werden kann. Aber wir haben eine Kiste gebaut. Jetzt, wo wir eigentlich einen Schrank setzen könnten. Naja, egal. Was man hat, hat man, ne? Abreißen können wir sie immer noch. Weg mit dir. Ihr geht da auf jeden Fall mal rein. Hey, rein da. Und die Stimberries und die Narcoberries. Der Rest ist mir egal. Da sollten wir direkt anfangen zu sammeln. So, was brauchen wir denn jetzt für die Wände? Stroh. Und wieder mal ganz viele Fasern. So, wie gesagt, das ist mir alles lieber mit den erhöhten Raten, sonst dauert das ewig und 3 Tage, wenn man nur mal ein bisschen nur was kennenlernen will, sich was angucken will. Und darum geht es ja jetzt hier, dass wir die Mod kennenlernen und die Map ein bisschen erkunden können. Und das nicht alles so 5 Jahre dauert, ne? Ich meine, es sieht echt vielversprechend aus. Das ist eine echt schöne Mod. Map, nicht Mod. Ich bin ein wenig nervös, weil ich Angst vor Tieren habe, die mich fressen wollen. Ich denke, das kann man nachvollziehen, oder? Wieso craftest du jetzt noch eine Wand? Ich wollte keine mehr. Mano. Liste leeren, Liste leeren. Verdammt. Komm, bau sie. Bau die letzte. So. Raus damit. Oh, wir haben schon 6 Dächer. Dann dürften die auch fertig sein. So. Ja, das war gewollt. Das war definitiv gewollt. Ich meine, damit kann man schöne Häuser machen, wenn die so halb überlappen. Dann kann man ein bisschen abweichen von dem Schrägdachkram. So, wir haben ein grundlegendes Häuschen. Das ist doch schon mal ein kleines Achievement. So, 150, das wollen wir. Hm, haben wir schon was Neues? Nö, ist auch kein Verlust. Widmen wir uns weiter der Lederrüstung. Ich habe das extra, also ich bin sehr zufrieden, dass wir nicht unnötig viele Level bekommen, weil ich mag es, wenn es ein bisschen normalisiert vorangeht. Und da finde ich es halt echt gut, dass es ein erhöhtes Max-Level gibt, aber der generell andere Kram halt eben auf einem, in einem gewissen Rahmen bleibt. So, aber jetzt müssen wir uns echt mal was suchen, das wir töten können. Da hinten ging es zu den T-Rexen, da will ich nicht lang. Da hinten ging es eigentlich zu den Raptoren, das heißt, da will ich eigentlich auch nicht lang. Kein Wunder, dass hier in der Nähe nichts spawnt. Aber wir müssen irgendwas finden und töten. Vielleicht kriegen wir sie auch an den Fels gebackt oder so. Jetzt scheint mal wieder gar nichts hier zu sein. Der Dino-Spawn ist echt ein bisschen niedrig. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass irgendwas aus dem Gebüsch gerannt kommt und mich frisst. Wäre jetzt nicht das erste Mal. Ah, da hinten ist doch was zur dreckigen Hölle. Der Rex oder was auch immer das ist, leuchtet neonblau. Okay, das Vieh schreit alle anderen an. Ich habe das Gefühl, hier ist der Spawn ein bisschen gefährlich und deswegen finde ich hier in der Nähe nichts. Okay. Und hier scheint auch gar nicht so die Musik zu sein wie auf anderen Maps, fällt mir mal gerade auf. Ah, jetzt kommt Musik. So, und jetzt wird es mir ein bisschen zu dunkel. Mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Darunter in den Tod wollen wir jetzt doch nicht unbedingt. Gut, wir wollen auch nicht schon wieder ein Steilelementar anziehen. Mann, wieso spawnen wir immer in denselben Ecken gerade? Und wieso ist hier nichts im Wald? Ich habe Angst. Ist das davon schon wieder ein T-Rex? Das ist immer noch der neonblaue Monster T-Rex. Super.
Was bist du? Ich glaube, da vorne ist schon wieder was sehr Gefährliches. Ist das schon wieder ein Rex? Ihr wollt mich doch verarschen. Ich glaube, ich werde gleich wieder sterben. Irgendwie gibt es hier keine kleinen Tiere, weil alles von den Rexen gefressen wird, nehme ich mal an. Ich brauche irgendwas Kleines, Süßes zum Töten. Oh, ein Petri. Du wärst praktisch. Könnte ich dich töten? Ich brauche Bolas. Leder. Ja, der war gut, ne? So. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe auch nicht auf die Map geguckt, wo wir wohnen. Okay, sehr übersichtlich. Mega. Ich hätte eine Notiz machen sollen. Aber irgendwann müssen wir ja mal was finden. Toll, da oben ist wieder die Klatscherit. Ja, genau, da ist meine Leiche. Wo mich der coole Gole zernatzt hat. Und nach dem One-Hit wollen wir uns nicht wieder mit dem anlegen. Oh, die Texturen sind ja wunderschön. Da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Was zur Hölle? Keine Ahnung, was da los ist, aber mir egal. Wir brauchen jetzt Leder. Oh, fuck, das ist... Das ist ja ein Säbelzahntiger, Mist. Ich dachte eigentlich, dass das einer von diesen nicht Morellatops, sondern von diesen Mosch, von diesen kleinen halt ist, die immer am Strand rumlungern. Ah, Mist, jetzt habe ich ihn nicht mal getroffen. Ich hoffe, ich habe genug Pfeile. Oder wir sterben hier gleich schon wieder. Juhu. Na, das wär's doch. Aber das hat mir eben voll Angst gemacht, was da hinten noch so rumrennt. Ist das schon wieder... Das sieht schon wieder so mega gefährlich aus. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mal langsam einen Dino. Komm hier drauf, gib mir dein Leder. Hallo? Geht doch. So. Gib mir alles, was du hast. Und jetzt habe ich Angst. Okay, wir sammeln noch ein wenig was ein. Neue Pfeile. Was brauchen wir für neue Pfeile? Ja, genau. Ich habe das kommen gehört und dann war es auch schon zu spät. Hom. Ja, wunderbar. Cool. Keine Ahnung, ob ich woanders spawnen sollte. Irgendwie kann ich nur in dem Bereich immer spawnen. Das ist ein bisschen verwirrend, weil es soll so eine riesige Map sein. Anscheinend gibt es einfach noch nicht mehr Spawnbereiche. Wir bleiben einfach bei der Hatchet Isle. Und ich glaube, ich sterbe jetzt gleich schon wieder. Jupp. Ja, er hat schon den Mund aufgemacht zum Beißen. Er hat echt Hunger. Er will mich. Schaut ihn euch an. Wow, das Vieh macht... Das Osterhäschen beschützt uns. Gib's ihm, Osterhase. Tu es. Töte ihn, danke. Ja, mach ihn fertig, Osterhase. Das ist der Epic Battle. Geh weg. Schub sie nicht hoch, Osterhase. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig, ja. Oh, fuck, was ist das? Oh mein Gott, ich hab Angst. Das Mammut da hinten sieht mega gefährlich aus. Das ist meine Leiche? Das ist meine Leiche. Leiche? Wann bist du hier gelandet? Okay. Oh, was soll's? Nehm ich mit. Immerhin. Keine Ahnung, von wann die ist, aber... Mitgenommen, ja, gut. Kann ich Fleisch aus mir rausholen? Oder Leder? Verdammt. Danke, Osterhäschen. Das hast du gut gemacht. Danke. Jetzt kann ich den schlachten. Sehr gut. Gibst du mir mal Leder? Du gibst mir kein Leder? Willst du mich verarschen? Der gibt mir kein Leder. Osterhase, du musst mich beschützen. Ich brauche deine Hilfe. Okay, es gibt ein Osterhäschen auf der Map. Ich will mich nicht unbedingt von dem Mammut klatschen lassen, aber ich würde gerne die Leiche abbauen. Das gibt EP. Na los, Mammut. Du siehst gefährlich aus. Du kriegst... Nein! Wieder der Fehler. Ich dachte, das Vieh wäre tot. Aber es war nur ein Zombie. Also, ich dachte, es wäre am Sterben. Aber es war nur ein Zombie-Mob. Juhu. Ja. Gut.
Überall grüne Strahlen von mir. Ja, gut. Ich werde mich jetzt mit meinem kleinen Monstrum. Kein Wunder, dass es alle so aggressiv sind, wenn ich mit so einem Ding ankomme. Ne? Da braucht man sich nicht wundern. Ja. Was ich sagen wollte, ich werde jetzt ein kleines Holzhaus mal einrichten und anfangen zu bauen. Und wenn irgendwas Neues passiert, also Dino Tame ist natürlich nicht offscreen, aber ich werde jetzt ein kleines Holzhaus hier in der Gegend versuchen zu bauen mit einem Bett. Und dann sehen wir uns wieder, Leute.